kann auch mein Freund. Und im rechten Moment, um Zeuge unseres glorreichen Sieges zu werden. Wo ist Charles Lee? Bastard! Er taucht auf mitten in unseren Vorbereitungen und übernimmt die Führung. Schreit alle an, sie sollen vorrücken und verschwindet. Und ich soll wieder alles richten. Yo, sehr gut, meine Freunde, und ein herzliches Hallo zum nächsten Part Assassin's Creed 3. Und ja, wir werden jetzt erstmal uns auf die Verfolgungsjagd begeben nach diesen Schweinehünden. Hünden, keine Ahnung. Beides. Wir wollen das Ding hier in der richtigen Zeit alles. Okay. Alles klar. Versuch den Boden nicht zu berühren. Diesmal werde ich mir weitaus mehr Mühe geben als das letzte Mal. Eine getötet und weiter geht's. Ich habe nur 5 Schüsse, was ein bisschen blöd ist. Allerdings hoffe ich, dass es hinhaut. So. Den Weg zu finden ist fast die größte Hürde. Oder eine der größten Hürden. Das bezweifle ich sehr, sehr stark. So, erstmal nachladen. Das ist sehr gut. Wunderbar, Ski. Da geht's jetzt weiter. Wir haben noch 1,5 Minuten, um die optionelle Mission zu erfüllen. Ebenso haben wir bislang nicht den Boden berührt, was auch sehr gut ist. Wo sind denn die anderen? Kann ja nicht mehr viel weiter sein. Da vorne sehe ich einen. Ah, ich glaube, das ist deren Anführer. So. Ich sollte dafür sorgen, dass das Dorf sicher ist. Das haben wir bislang ganz gut erledigt eigentlich. Ich bin doch echt ein richtiger Assassine mit meiner Pistole. Spaß. Ich bin ein richtiger Nerd. Ja, brauchen mehr Spuren. Ich muss mich hier beeilen. Damit ich weiß, dass das Dorf sicher ist. Wir wollen ja nicht, dass dieses Dorf auch noch niederbrennt. Das dürfen wir nicht machen. Okay. Radun Hagedun. Za shewe nekti ohnu jera wa kanu dunyu hue doga tiga oya rungwe aye zene sege unka giga oya rungwe de ohne gudges Charles Lee luana tukwa yasago ya tahawe kanu dogu dano dohkara ni hadi na hoda ka nu e ni honenu wa de sago di dashtana tini hadi ayun kiyun ta Ja, det kari hoyeri. Ona jera di deza ni ku hare. Ja kon ta deza du hundoni ne giga ne aya guaderio. Ona ti ashchaka ne de dom zon da ketas de. Ja, das wäre wahrscheinlich das Schlauste.
Ah, paar Gegner ausschalten. Das ist was, was mir liegt. Können wir die ganz beruhigend ausschalten? Oh, okay. Da habe ich ein bisschen was vergeigt. Mal kurz. So. Mit der Faust gerne. Somit kann ich dafür sorgen. Und so stirbst du. Also ich darf nicht blutig kämpfen, sie aber schon. Das finde ich ja mega fair. Okay, ich könnte auch bessere Attentate machen eigentlich. Du entkommst mir nicht. Okay, weitere sind down. Jetzt fehlt nur noch einer. Ach, willst du das wirklich? Wow, Alter, ich dachte, das ist irgendwie so ein richtig großer Wolf, der mich angreift. Okay. Ich will ja nicht sagen, aber was war das? Also ich habe die Kavallerie da oben schon gesehen, ja. Aber eines verstehe ich nicht so genau. Warum? Verstehe die den Story-Teil hier irgendwie nicht so genau. Ein Angriff der Kanye-Kahawa. Ohne blutige Mittel machen. Keine Ahnung. Diesmal kriegen wir das hin, meine Freunde. Locker easy. Diesmal muss das gelingen. Der Vorteil, welchen ich habe, ist die Umgebung. Ich werde zur Umgebung. Die Umgebung ist... wird zu mir, keine Ahnung. Bis dato funktioniert das Ganze wunderbar. Dieser Angriff läuft allem Anschein nach weitaus besser. Hat er mich aus den Augen verloren und ich kann dies machen. Der andere weiß nicht, was hier geschieht. Was hier für Spielchen gespielt werden. Auch du wirst noch erfahren. Nein! Nein! Ach, nice. Ah, der ist down. Das ist gut. Bis der mich erkannt hat, war semi-gut. Aber ich habe es eigentlich ganz gut gemeistert. Krieger, der kann neutralisieren. Hä, dass der das nicht checkt, hat mir ja direkt, hat mich direkt angesehen. Alles klar. Was ist da, Nicker? Na, oder? Gwegon war Chlorine, Charles Lee.
Oh, das ist jetzt irgendwie traurig. Was wirklich traurig, meine Freunde. Ja, Tena, das ist ein Tanzum. Wenn sie gerade auch jetzt da ne. Reden geht um. Charles Lee, Mountmath, was ist ein Hajib? Was ist ein Hajib? Sie sind ein Hoden Patriot. Reden den Juni. Durant Saga, was ist ein Hajib? Oh, Doktor, Giga, Moderio. Luno Dio, Hot Quenu. Und wenn man geht, das ist ein Ma. Oh, die hat einen Start und geht. Ich war ja, na, wann du dein Guayat dann noch Start und geht. Ohne was hat der Rissa im Jataro. Das ist schon irgendwie mega traurig, ne? Boah. Das ist aber noch nicht das Ende von Sequenz 10. Noch lange nicht. Wir wollen erst Charles Lee ausschalten. Wir missbrauchen Vertrauen. Okay, volle Synchronisation, wunderbar. Und jetzt? Mal kurz gucken, wo müssen wir als nächstes hin? Hier unten. Hauptmission, Markierung setzen, natürlich. Und jetzt? Ah gut, die Steuerung passt. Kann ich kurz... Ups. Fallen das Pferdchen so. Wir gehen jetzt wieder. Ne? Jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen ranhalten, damit wir möglichst schnell da hinten sind. Aber man sieht schon, die Distanz ist relativ weit. Aber ich denke, dass wir das auf jeden Fall noch... war kurz, wir sind bei 13 Minuten. Ja gut, kriegen wir das auf jeden Fall in dieser Folge noch hin. Aber ich bin jetzt gespannt, was als nächstes kommt. Ob wir als erstes Haytham ausschalten müssen, Charles Lee oder diesen Mann, den ich noch nicht kenne, bin ich mir eben nicht so genau sicher, wenn ich mal ehrlich sein darf. Weil ich glaube, Haytham wird irgendwie der Endfeind sein, oder entweder Haytham oder Charles Lee dürften die Endfeinde sein. Einer dieser beiden, weiß ich aber nicht. Denke ich jetzt einfach mal, das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen... Intuition. Aber es kann natürlich auch gut sein, dass jemand anderes es ist. Weil vom dritten Mann habe ich natürlich bislang noch nicht viel gehört. Und deswegen kann es auch gut sein, dass der das ist, dass der irgendwie erst später auftaucht. Also bei Sequenz 12, dass man erst da was von ihm hört oder keine Ahnung. Okay, ich komme hier gerade nicht durch. Was? Ah, jetzt. Okay, nice. Die Hälfte der Distanz haben wir bereits fast zurückgelegt. Allerdings ist es nicht unbedingt gut, weil wir sind auch schon relativ lange hier am Reiten. Zumindest kommt es mir so vor. Gut, so lange sind wir ja noch nicht unterwegs, aber dennoch. Ich will möglichst schnell an mein Ziel gelangen. Ich bin auch gerade wirklich schön am Vorproduzieren, also das gefällt mir. Ich müsste jeden Tag so produktiv sein, dann das wäre wirklich nice. Okay, hier komme ich irgendwie nicht über die Klippe. Das ist... Ich weiß nicht, ob das schlecht oder gut ist. Das ist halt so ziemlich das Ding. Konvoi angreifen. Den Konvoi angreifen, nee.
Habe ich keinen Bock drauf gerade. Warnung der rein feindliche Konvoi zieht ab. Mach lieber die Hauptstory. Die ist mir gerade wichtiger. So, noch knapp 200 Meter. Wie gesagt, der Konvoi tut mir jetzt gerade nicht viel zur Sache. Hier sind aber viele Rotröcke gefallen. Solange es nötig ist, wenn wir den Feind durchlassen, verlieren wir den Boden, den wir uns hier so hart erkämpft haben. Die Opfer, aber die eure Brüder gebracht haben, dürfen nicht umsonst sein. Geht jetzt! Tragt die... Kann auch mein Freund. Und im rechten Moment, um Zeuge unseres glorreichen Sieges zu werden. Wo ist Charles Lee? Bastard! Er taucht auf mitten in unseren Vorbereitungen und übernimmt die Führung. Schreit alle an, sie sollen vorrücken und verschwinden. Und ich soll wieder alles richten. Wo kommen die denn her? Sagt allen, dass wir uns zurückziehen! Alle mal zu mir! Jetzt! Jetzt! Ich halte das Gebiet, während ihr sie in Sicherheit bringt. Ich gebe euch meine besten Soldaten als persönliche Wache. Sie würden wirklich alles tun, um euren Sieg zu sichern. Bonne chance, mon ami. Bonne chance. Ich hätte mal so ein Französisch-Buch, das hieß auch Bonne chance. Okay, wie kann ich den Scheiß steuern? Ach so, ich seh's. Das wird sie aufhalten. Die laufen einfach weiter. Die versuchen es ja nicht mal auszuweichen. Irgendwie schon erbärmlich, ne? Das verschafft uns mehr Zeit. Komm, schneller nachladen. Haben wir nur eine Kanone? Okay, komm, komm. Jetzt auf der Seite mal ein bisschen was aufbauen. Was geht halt. Warum könnte ich nicht schneller nachladen? Ganze Trupps mit einer einzigen Kanonenkugel neutralisieren. Habe ich jetzt 6 von 8. So. Da hab ich auch. Jetzt habe ich die optionalen Missionsziele erfüllt eigentlich. So. Ich weiß, auf der Seite gibt es auch noch welche. Perfekter Schuss. Allerdings will ich jetzt erstmal die hier machen. Bis dato läuft es ja eigentlich gar nicht mal schlecht. Glaube ich zumindest. Eigentlich läuft es wahrscheinlich sehr scheiße. Perfekter Schuss. Alter, das sind ja mega viele von diesen Rotrücken. Ich geh mal hier rüber. Das verschafft uns mehr Zeit. Ja, das ist ja auch das Ziel. Es soll uns Zeit verschaffen. So. Haben wir es geschafft? Wir haben nur wenig Munition und der Feind rückt vor, Sir. Dann ziehen wir uns zurück, stoßen zu den anderen und sichern ihren Kopf. So, nice.
Im Pferd, bleib hier. Ferdinand. Komm, das ist nicht Ferdinand. Wir müssen da vorne zur Scheune oder was das ist. Nee, doch nicht. Da weiter nach hinten. Wir dürfen dabei nicht sterben. Los! Ich kann das alleine! Yeah.